Damit aus vielen Stärken eine Kraft wird, gibt es die Bundesvereinigung Bauwirtschaft. Alle zwei Jahre lädt der Verband Vertreter aus Politik und den 12 Spitzenverbänden des Bau- und Ausbauhandwerks zum Bauwirtschaftstag ein. Er bietet der gesamten Branche ein Forum, um Chancen und Herausforderungen der deutschen Bauwirtschaft zu formulieren und zu diskutieren. Energie, Bauen, Zukunft. Deutschland nach der Bundestagswahl als die Herausforderung der zukünftigen Bauwirtschaft. Karl-Heinz Schneider, Vorsitzender der Bundesvereinigung Bauwirtschaft, hat in seiner Begrüßungsrede zum dritten Bauwirtschaftstag Erwartungen an die Politik geknüpft. Wir erwarten gerade von einer großen Koalition Mut zu Veränderungen, zu Reformen, die Deutschland seine Pole Position, die es in der globalen Welt hat, sichert. Trotz der guten Situation in der Baubranche erwartet Karl-Heinz Schneider große Herausforderungen. Ich denke, es muss unheimlich viel gebaut werden in Deutschland, wenn man bedenkt, dass alleine zum jetzigen Zeitpunkt schon 300.000 Neubauwohnungen fehlen. Wissen Sie, welche Aufgaben auf uns zukommen werden? Wie dies nachhaltig und effizient umgesetzt werden kann, referiert der Vorsitzende der Stiftung Denkwerk Zukunft, Professor Dr. Meinhard Miegel, und trifft damit den Nerv der rund 800 Gäste. Der Generalsekretär der CDU, Hermann Gröhe, sichert der Bauwirtschaft Unterstützung zu und spricht sich in den Koalitionsverhandlungen mit der SPD gegen Steuererhöhungen aus. Wir setzen Rahmenbedingungen, damit unter anderem Sie in Ihren Betrieben 2,4 Millionen Beschäftigte, 300.000 Auszubildende auf der Erfolgsspur bleiben können. Hermann Gröhe spricht sich klar gegen die von Brüssel angestrebte Deregulierung des deutschen Meisterbriefs aus. Erhalt des Meisterbriefs. Wir wissen, was wir aktiven Handwerkern verdanken, an solidem Verbraucherschutz achten, an Service in ganz, ganz vielen Lebensbereichen, aber vor allen Dingen eine tolle Ausbildungsleistung. Koalitionspartner Florian Pronold von der SPD untermauerte, es dürfe für die Branche keine zusätzlichen Belastungen geben. Nicht nur bezahlbares Wohnen und Bauen sind für Florian Pronold von oberster Priorität. Es gibt einen zweiten Bereich. Das ist das Thema Infrastruktur, insbesondere die Verkehrsinfrastruktur. Das ist das Rückgrat, das ist die Lebensader eines starken Wirtschaftsstandortes. Die Große Koalition hat viel Spielraum. Entscheidend ist, dass eine stabile Regierung die Weichen für die Zukunft stellt. Auch die 800 Gäste machten sich ihre Gedanken. Nachhaltigkeit ist für uns ein Marketinginstrument, mit dem wir die Zukunft gestalten können. Und der Lehrlingsrückgang ist auch gewaltig, diese 40-50%. Qualität am Bau, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Anspruch. Den Abschluss der Redner bildete EU-Kommissar Günther Oettinger. Ihm war vor allem die Wertschöpfungskette aller Tätigkeiten am Bau wichtig. Zudem lobte Oettinger die Qualität des deutschen Bauhandwerks und versprach, sich in Brüssel für die Erhaltung der Meisterpflicht und damit auch der dualen Ausbildung stark zu machen. Die Qualität von Bauhandwerk, auch von Nahrungsmittelhandwerk, die in Deutschland besteht, ist weltweit einmalig. Besonderes Augenmerk legt er dabei auf das Bauen und Sanieren, um Öl und Gas einzusparen und effizienter zu nutzen. Hier gibt es innerhalb der EU klare Vorgaben. Wir haben das 20%-Ziel. Wir wollen 20% energieeffizienter werden, sind auf ganz ordentlichem Weg. Wir haben die Gebäuderichtlinie, die Null-Energiehäuser für 2020 vorsieht. Und wir haben die Energieeffizienzrichtlinie, die den Mitgliedstaaten konkrete Maßnahmen vorschreibt. Und wir haben im europäischen Haushalt Geld, um Sanierungsvorhaben auch von privaten Investoren co-finanzieren. Nach der Veranstaltung gab es beim Abendempfang reichlich Zeit und Raum, um den Tag Revue passieren zu lassen. Einigkeit bestand darin, dass die Bauwirtschaft auch weiterhin ein starker Motor der deutschen Wirtschaft ist.